Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Anno 1800. Und jo, hier zu Cape Trelawney. Wir haben ja so ein bisschen die Routen sortiert, versuchen nach Manola zu ziehen und schauen noch weiter, dass wir ein bisschen mehr Einfluss generieren, um hier dann irgendwann mal alle Inseln in Enbesa unter unsere Fittiche zu bringen. Noch läuft hier die, noch läuft hier der Bau von der Weltausstellung. Da müssen wir noch mal warten. Warum wird nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet? Das ist auch passiert. Die Fahrräder sind jetzt Mangelware geworden. Das ist nicht gut. Wir haben aber allerdings wieder ein bisschen was da. Deswegen werde ich mal die Räder sind leer und warten auf Durchlauf. Fahrräder wieder produzieren. Bereit für den Einsatz. Und wir hoffen mal, eine Produktion, dass wir dadurch jetzt mal ein bisschen genug Kautschuk da haben. Ich will nur mal kurz gucken, ob unser Transporter hier ist. Jawohl, ist er. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Aber was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier ein los? Feuer ist ausgebrochen. In den Augenblick mal ganz kurz. So, es geht weiter, ihr Lieben. Telefonat zu Ende. So, was wollten wir machen? Wir wollten mit dem Versorger hier hier Dings aufnehmen, ne? Kautschuk meine ich. Da waren wir stehen geblieben. Das werden wir jetzt weitermachen. Und zack. Kautschuk war ja hier. Eieieiei. Ist ja schon eine Menge, ne? Nehmen wir mal alles mit. Ab nach Cap Trelawney. Gehen wir mal wieder zurück. Eine Produktion wurde angehalten. Eieiei, das nimmt aber Zeit in Anspruch, Leute, ne? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Da müssen wir mal gucken, was das hier ist. Und warum das hier so ist, ne? Das ist doch... Ihr wisst, was ich sagen wollte. Ich sag's nicht. Das ist doch hier... Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir brauchen... Was brauchen wir hier? 20 Stahlbeton. Wie viel haben wir da? So Stahl, Entschuldigung. Das sind Stahl. 60 Stahl, zweimal Stahl. Fenster, Holz und alles. Erstmal hole ich mal Stahl ran. Wir sind bereit. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, so. Geht's mal rüber. Setz das Ding in Bewegung. Jawohl. Vorrangend. So. Nee, ich wollte schon hier bleiben. So, schauen wir mal ganz kurz. Alter, das muss langsam mal zum Ende kommen, ne? Wir bleiben eine Zeit 17 Minuten, wird hier gesagt. Warum? Warum wird hier nicht gearbeitet? Wir bauen das hier mal aus, damit hier mehr Karren sind. Wird hier jetzt gearbeitet? Ja, jetzt wird gearbeitet. Das sieht schon herrlich aus. Schon wieder ist es angehalten, ne? Ich verstehe das nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Es muss doch schneller gehen können, oder? Jetzt kommt der nächste. Ja, so muss das sein. Ich glaube, das Luftschiff ist schon da. Das mit dem Luftschiff ist schon Hammer, ne? Und geben Sie uns einen schon gebaut. 12. Ja, dann noch der hier. Fenster, Holz und Stahlbeton.
Dann fliegen wir mal zurück. Ups. Kurs halten! Eieiei, Leute, dass das hier immer so lange dauert, ne? Wenn du sie nicht brauchst, ich sie. Und wieder ein Nacken. Schaut euch das mal an hier. Wie viele Minuten noch? Hier wird 7 Minuten gesagt. Liegt es daran, dass wir vielleicht zu wenig Strom produzieren? Das kann es nicht sein, oder? Kurier ist hier. Wie klein die auch ist, ne? So, dann Holz und was noch? Fenster. Befehle erhalten. Ich versuche, die Menschen jeden Tag ein bisschen mehr zu... So, was macht die Diplomatie? Gib es einfach her. Also mit der ist das echt schwierig, ne? Elegant. Ich sehe, Sie haben verstanden. Leicht erhöht, erhöht. Wenn du das vorschlägst, dann vertraue ich dir. Eine Produktion wurde angehalten. Schon wieder? Check ich nicht. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ja, dann müssen wir das hier auch gestalten, ne? Bereit für den Einsatz. Und dann holen wir nochmal Stahlbeton her. Was macht eigentlich unser Umzugsvorhaben? Ich lebe halt. Er lebt halt, ne? Ja, noch sind wir noch nicht so weit. Hammer. So wie der Hamburger Hauptbahnhof, ne? So in der Art. So mit dem Glas hier. Ja, da muss doch ordentlich was rübergekarrt werden. Wir warten mal auf unser Luftschiff. Das müsste doch bald. Das ist schon. Das ist richtig schnell, ne? Das schaut euch den mal an. Wie schnell der ist. So. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Stahlbeton mit. Und reisen gleich rüber. Wir haben eine Flugroute. Ach ja, wie so eine Rakete. So. So. Was sagen denn die ganzen anderen Sachen? Das können wir gerade nicht so gut kontrollieren. Was sagen denn die anderen Routen? Also wenn wir jetzt mal zur neuen Welt gehen. Hier ist es ja noch nicht so richtig, ne? Abgeklärt worden. Marcelita und La Isla. Warte auf Befehle. Angekommen. So, jetzt müssten wir das Kraftwerk ja jetzt aufbauen können. Stadt ist attraktiver Sehr geworden. Schön. Bereit für den Einsatz. Jawohl. Legen wir mal hier hin. Ansonsten. Schon wieder Produktion angehalten. Warum? Warum klappt das nicht? Das regt mich gerade richtig auf.
Wir können uns hier auch gerade nicht bewegen. Weil wir keinen Einfluss haben. Das können wir hier jetzt auch erstmal mit den Routen nichts machen. Wir müssen hier weiterkommen. Ich lass mal deswegen so ein bisschen schneller laufen. Weil wir können hier echt nichts regeln gerade. Der Einfluss fehlt. Da müssen wir ran. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht ist gut. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Warum so gemein? Wir haben echt viel Kohle. Irgendwie werden da immer nur zwei Dinge eingesetzt, ne? So ist mein Gefühl. Warum auch immer. Da müssen wir durch. Wir können nichts anderes machen. Wir müssen warten. Gab es denn in High Clarence Hall denn noch irgendwas, was wir verkaufen könnten? Nein. Ja, abwarten. Eine Produktion wurde angehalten. Ah, Mann, ey. Mann. Nur noch Elektrizität, Isolierung und ein paar letzte Feinarbeiten an ihrem majestätischen Dach, bevor das Band begleitet von triumphierendem Fanfarenklang durchschnitten werden kann. Nice. Zu drei Vierteln schon fertig. Neue Befehle? Eieiei, was hier so an Kaffee weggehauen wird, ne? Kautschuk ist, kommt an. Zack, alles da. Sehr schön. Dauert das immer so lange? Ich muss das ändern. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich will das irgendwie so gestalten, dass wir hier daneben noch was hinstellen können. Ich meine, das kann es ja nicht sein, oder? So, noch ein... Na, kann man den da hinstellen? Ich glaube, jetzt läuft es. Und unser ein Schiff ist angekommen. Welches war das? Müssen wir mal schauen. Das war der hier. Druck im Kessel. Ich glaube, davon haben wir jetzt massig da, ne? Ja. Es war halt gefühlt einfach viel zu weit weg.
Ja, jetzt läuft es auch. Es läuft, es läuft. Hast alles da? Erledigt. Ja, nice. Dann bin ich mal gespannt. Fortschrittlichste Stadt in unserem gesamten Königreich. Schaut euch das mal an, Leute. Oui. Wir fühlen uns sehr willkommen. Sie sind ein äußerst charmanter Gastgeber. Leute. Schaut euch das mal an. Die Weltausstellung. Sieht nice aus, oder? Cool. Nice. Kann man da reingehen? Ich meine ja. Ich hab das mal, glaube ich, gesehen. Aber das klappt schon irgendwie. Dann spazieren wir da mal rein. Ja, schaut euch das mal an, Leute. Ja. Diese Ausmaße. Atemberaubend. Ja, das mit dem Glas sieht ein bisschen komisch aus, ja, muss man sagen. Aber Leute, das Spiel ist dafür ja nicht gedacht. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ich find's. Schämt sich quasi. Eine schwimmende Stadt? Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darmtrakt. Was will der denn? Naja. Ja, wir sind durch mit der Weltausstellung. Immer nachzählen. Arbeiter sind die glanzlosen Drohnen einer jeden Königin. Man braucht eben auch Leute für die ganze Drecksarbeit. Maschinen und... Wenn wir diese Stadt auf hohem Bogen in die Zukunft katapultieren. Wunder der Architektur. So, schon interessant. So, die Weltausstellung steht. Das müssen wir hier natürlich verschönern. Alles klaro, ne? Das ist uns bewusst. Dieses Lagerhaus kommt hier mal weg. Ich werde hier mal die Straße wieder aufbauen. So, super. Ja. Ihr Lieben. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Hier kann sich meine Seele entfalten. Meine Vorräte sind gut gefüllt. Die Ingenieurin begrüßt sie, okay. Ja, wir könnten auch Mezcal benutzen, aber momentan ist es anscheinend schwierig. Was macht unser Umzug? Ein paar Dinge müssen wir noch besprechen, Chefe. Tev ist noch nicht klar. Deswegen müssen wir, ja, wir müssen hier leider gucken, dass wir es anders hinkriegen. Papier könnte man rüberholen. Wir können uns aber das Schiff nicht leisten. Eieieiei. So. 37, wir haben nur noch 35.
werden so ein paar von den Arbeitern dran glauben müssen erstmal, ne? So. Nehmen wir mal hier einen Arbeiter weg. Stellen wir hier hin. Was immer Sie sagen, Boss. Schauen mal, was die Zufriedenheit macht. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir hier schon mal weitermachen. Gucken wir mal. Irgendwas wollte ich ja hier hinstellen, ne? Investoren. Ei, 500 braucht er. Ich brauche insgesamt 4. 4 Stück. Eins. Zwei. Die Bude hier ist in Ordnung. Zwei. Drei. Ah, die Uni reicht hier nicht ganz ran. Hier auch nicht. Hier ja. Den nehmen wir auch nochmal hier rüber. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Nicht-Angriffspakt? Läuft. So. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Das kann nicht wahr sein, ey. Ist hier noch ein Zwischenfall, ja. Ja, wir müssen warten. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So. So mutig und so viele Leben gerettet. Ja, es muss weitergehen. Gar keine Frage. Dann nochmal die hier. Drei. Ich baue die schon mal auf. Ja. Sind Sie neugierig? Aber das sind hier schon Bedürfnisse, ne? So einen könnten wir hinkriegen. Hier ist kein Strom. Warum ist hier kein Strom? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben kein Gas mehr? Warum? Oh.
Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Wir bauen das Warenhaus mal doch dahin. Das ist ja ärgerlich. So. Sieht alles nice aus. Und das behalten wir auch mal so bei, ne? Ich frag mich gerade, ob man das hier schon... Ah, man sieht es hier schon. Ui, ui, Leute, schaut euch mal die Bilanz an. Und wir können Hochhäuser bauen, aber erst brauchen wir natürlich, hier Dings, Fahrstühle. Aber dazu dann mehr. Wir wollen mal hier den Ausblick hier mit der Weltausstellung genießen. Während ich mich, ja, bei euch verabschiede. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.